Wie ihr sicher wisst, arbeite ich ständig daran, meinen Wohnraum zu verschönern und mit dieser Lampe möchte ich weitermachen. Sie ist nicht nur günstig, sondern auch minimalistisch und modern. Ich habe die Lampe in verschiedenen Räumen getestet und ich bin der Meinung, dass sie am besten ins Schlafzimmer passt. Ich hatte sie auch einige Wochen hier im Arbeitszimmer stehen und eine Zeit im Wohnzimmer, aber sie passt am besten ins Schlafzimmer. Wie immer wird bei Thomas ein Leuchtmittel mitgeliefert. Ich sehe das nicht als selbstverständlich. Die Beine werden einfach angeschraubt und dann ist sie auch schon größtenteils aufgebaut. Ich finde es zwar sehr gut, dass eine Glühbirne mitgeliefert wird, aber da ich die komplette Etage mit Philips Hue ausgestattet habe, ist es natürlich logisch, dass hier auch eine solche smarte Glühbirne reinkommt. Denn immerhin will ich sie ja auch mit dem Handy und Alexa steuern können. Sie ist zwar sehr gut verarbeitet, jedoch sollte sie auf der richtigen Höhe stehen, da ansonsten die Glühbirne blendet. Leider versaut das Kabel das Design etwas. Aber ehrlich gesagt wäre mir keine bessere Position eingefallen. Würde die Lampe auf Batterie laufen, hätte ich diese in den Beinen gemacht. Das Thomas-Logo ist auf der Vorderseite nur als Sticker draufgeklebt. Wer sich die Lampe kaufen möchte, der findet den Link zur Lampe in der Beschreibung. Es gibt sie übrigens auch noch in anderen Farben. Fassen wir also zusammen, sie ist gut verarbeitet, hat ein schönes und minimalistisches Design und macht echt schönes Licht. Außerdem ist sie nicht zu teuer. Das war's vom kurzen und knappen Video. Ich hoffe, dass auch dieses Video euch gefallen hat. Wenn ja, lasst ein Like und ein Abo da und teilt das Video. Bis bald, macht's gut und bis zum nächsten Video.